So, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge Trine 2. Heute wieder dabei, der schöne, liebe Herr Ritter. Rongo. Und unsere Diebin in fröhlich männlicher Gestalt von Dockly, konnichiwa. So, dann machen wir mal weiter hier. Letzte Folge noch die Spinne schnell platt gemacht und dann hier im Dunstkreis des Magiers die Pause eingelegt. Marschieren wir jetzt mal weiter. Haha, jetzt hat er sich ja nicht selber auf den Kopf gehauen. Ich bin ja resistent dagegen, das sind ja meine Kisten. So, ich muss hier irgendwie das Feuer anmachen. Ja, ich glaube auch. Keine Bange, ich werde dich beschützen, Amadeus. Irgendwie scheint es aus, als wenn es da oben irgendwie lang geht. Ja, aber. Aber hier ist auf jeden Fall auch was. Oh, da oben sind zwei Schalter. Da oben drauf. Ja. Ja, ich denke mal, das hier klappt ein. Man kann nämlich hier wahrscheinlich runter. Das ist nämlich ich auch hier erstmal. Ich gehe mal hier mal kurz mit der Blase hoch und check mal da oben ab. Nehme ich mit! Ja, zu zweit wird das nichts, Jungs. Langsam. Oh lol. Blau. Wie, so lang? So? Achso, ja gut, du haben auch lange drauf gestanden. Dann hält der natürlich nie ewig. Doc, da! Kugel, Kugel, Dugel, Doc! Auf! Nein. Du würdest jetzt gehen. Dann geh ich jetzt. Lalalalala, ich mach hier den Saber-Dance. Lal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 
Ne, da kommst du nicht durch, weil hier die Rohre sind. Du musst auf der anderen Seite durch. Ach so, okay, warte. Lass mich kurz so gucken. So, jetzt da reinspringen. Ja. Super, da muss unten raus. Das geht aber. Warte. Du kommst unten raus, also schiebe ich dich nach ganz oben. So, jetzt kannst du da reinjumpen. Komm mal runter mit dem Portal. Geht das nochmal? Geht, nee, geht nicht. Das blockiert hier. Geht nicht weiter runter. Warte mal. Alter! Ich hasse dieses... So, jetzt soll ich da oben reinspringen, ja? Ja. Aber da bin ich ja gerade durchgefallen. Nö, was... So, jetzt springe ich mal von oben rein. Passiert auch nichts. Okay. Ihr müsst die Dinger tauschen. Der kann ihn nicht tauschen. Ja, aber der kann sich dann, der kann sich nur da bewegen. Das ist das Problem. Weil da so eine Pipe lang geht. Ich kann aber, wenn du runterfällst, ne, muss ich nur so machen, dann erreichst du die Kugeln. Du fällst ja runter. Hol das mal wieder rüber. Das ist rechts von uns, ist deins. Ja, aber wenn ich jetzt hier... Ja gut, das ist, das hat geklappt. Das hat geklappt, aber wie kriegen wir jetzt die hier? Ja, rein theoretisch müsste ich ja von oben reinspringen und würde dann durch das andere unten rausfallen. Oder? Das hier eigentlich schon. Aber das funktioniert. Tut's aber nicht. Ja, weil irgendwie... Was ist, wenn ihr den zur anderen Seite jeweils hebelt? Naja, nichts damit zu tun wahrscheinlich, ne? Je nachdem, welche Richtung du das bewegst, geht der Hebel. Naja. Aber wie kriegen wir denn die blöden... Das ist falsch rum, das Teil. Ich versteh's gar nicht. Irgendwie da und dann gehen die kaputt. Ja, dann weißt du was, dann machen wir ganz einfach. Stell hier drauf eine Stange. Also wenn ihr alle hoch seid. Ja, so ein Boden. Wo drauf? Eine große Platte. Eine große Platte auf das Teil drauf. Was ist das, wenn ich spüre, was? Der fällt immer noch. Na, scheiße, das geht nicht. Alter. Ja, das funktioniert nicht, die gehen kaputt. Das kann doch nicht. Aber man kann die auch nicht in der Achse drehen, ne? Also nicht, dass ich wüsste irgendwie. Also kannst du da was machen, Fate? Dass du irgendwie dieses Ding. Achso, warte mal, kann ich probieren. Egal. Ne. Das gibt's doch nicht. Gesundheit. Danke. Kannst du so eine Kugel also eigentlich rüberholen? Irgendwie ging das. Irgendwie konntest du die drehen. Kannst du so eine Kugel rüberholen? Ich habe jetzt schon eine Kugel mal ausprobiert, aber die geht einfach durch. Wenn du jetzt von oben unten nach oben ziehst, geht die dann durch? Jetzt hoch. Lava. Dann kommt da eine Kugel. Wenn du, ja, aber kannst du das ganz nach unten? Lass mich mal bitte da dran. Man kann das gar nicht sehen, ne? Aber ich dachte, der Bildschirm würde sich mitbewegen. Wie kann das gehen, ne? Ich hab kein... Das Blöde ist, man sieht ja auch oben nichts weiter, ne? Also man kann ja nicht... Ja, aber es bringt ja... Das ist definitiv falsch, was wir hier machen. Das kann so nicht funktionieren. Nimm mal ein bisschen rüber. Ach. Jetzt kommt's hier nicht mehr rauf. Weil ich unten alles zerstört habe. Ist nicht schlimm. Könnte das sein, dass die Lösung eventuell hier unten irgendwas mit dem Teil zu tun hat? Ja, wir müssen das da unten Feuer hinkriegen. Warum rennt der andere hier nicht? Genau das sieht ziemlich aus. Weil nämlich, wenn von hier die Blasen hochkommen würden, dann würden die oben durch die Spiegel. Ja, guck mal hier, diese scheiß Klappe, die kannst du aufmachen. Wenn du hier durchguckst, unter diesem Holz, da ist eine Kugel drunter, das heißt, das musst du aufklappen können. Die Frage ist wie?
Man kriegt doch auch nichts anderes bewegt hier. Kann man da raufgehen? Nee. Das gibt's doch nicht. Jetzt hängen wir hier seit Minuten an dem Teil dran. Ich fahr mal wieder rauf. Ja. Ey. Versuch mal Magie, das Ding hier aufzuklappen. Geht nicht, habe ich schon probiert. Ich bin tot. Du müsst einmal nach links. Ich hol. Ich verstehe noch nicht. Mit Magie hat's schon. Lol. Ja, sag ich doch. Ach komm. Also eben ging das nicht, wahrscheinlich weil ihr drauf gestanden habt. Okay, deine Kräfte werden hier benötigt. Ich eben. Hier ist nichts. Na komm. Nein! Ah, jetzt bin ich wieder tot. In der Rüstung bist ganz schön heiß. Jetzt ziehst du den einen näher dran. Oder? Wir müssen wir das ja dann. Hier von der anderen Seite gibt es auch noch welche zu holen. Nee, die kann ich nicht lösen. Die sind feste. Okay. Aber ich glaube, da lag noch was. Da lag noch einer, ja, da liegt noch einer. Nee, okay, den muss jetzt nur andersrum nach oben, dass es vorher nach oben geht. Renn, genau so. Wie kommen wir jetzt da unten an die Pulle dran, die da noch links liegt? Spring durch. Weiter. Oh. Sind wieder herrlich im Weg. Geh mal hier rauf. So. Ich löse jetzt hier. Ja. Ich mach mal den Blasenexpress auf der linken Seite. Wo ist hier eine Pulle? Da kriegst du gar nichts. Ja, oder ein Kreiselchen war da links. Entschuldigung. Eine kleine Kugel. Ach, ihr habt das Ding ja wieder ausgemacht? Ja, du sagtest, da wäre eine Kugel, aber also es sieht nur so aus, als so was komisches Hellleuchten ist, ja. Ach so. Hilft okay. Oder so am Baum dran. Ne? Na toll. So, jetzt keine kommen wir Ahnung. Drauf. Ah, hier ist das. Ja, aber ich glaube. Das war aber echt ein schweres Rätsel, ey. Ja, aber hey, meine die Kugeln immer noch nicht. Aha. Warte mal. So, und wahrscheinlich müssen wir jetzt darauf und müssen dann mit der Blase. Ein bisschen weiter außerhalb des Randes. Fade. Uns entsteht keine Kugel. Nein! Pack mal die rechte Plattform. Ja, wir müssen erstmal raufkommen. Wir müssen erstmal raufkommen. Ach ja. Das dauert. Kommst du eh nicht drauf. Wie scheue. Weiter vom Rand weg. Ja, so, so wird es gehen. Ja, da ist eine. Die sind immer so total glitschig, ne? So, lass euch mal nach oben. Lass euch mal nach oben treiben einfach. Ja, aber mit der nächsten. Dann sollte das machbar sein. Alter Schwede, was ein Gekrümmel unsererseits. Jetzt sind wir bei. Alle drauf, du musst ja da stehen bleiben. Ja Leute, was macht ihr da? Doc, du musst da stehen bleiben auf der Kugel. Stehen bleiben auf der Kugel, okay. Ja, wär cool. Das Problem ist, die Kugel hält nicht so lange. Und wie die hält. Okay. Hab ich jetzt alle geholt? Ja, ne? Ja. Ach herrje. Was ein Gerätsel. Hä? Du bist jetzt gestorben. Bin gestorben, keine Ahnung warum. I don't know what it is, but it smells like pussy. Ah. Ist ja schon gut, der Ritter ist so schwer, geht nicht. Geh noch ein Stück weiter weg. Alter, was war das denn? Du bist echt zu schwer. Ihr müsst weiter vom Rand weggehen.
Dann schwingt keine Bläschen, warum auch immer. Stellen sie hier überhaupt an, ne? Oh, Rüben. Hui. Nein, hier ist Windgebläse. Wow. Was? Okay. Einfach eine Kiste zaubern und draufstellen. No, ne. Da oben in der Mitte ist noch so ein Kügelchen über uns direkt. Nein, das ist zu spät, jetzt wollen wir nicht mehr hoch. Es sei denn, wir machen hier ein paar Kisten. Guck mal, ob du so hochkommst. Na, so geht's doch auch. Oder auch nicht. Wow, 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 wow. So, die hab ich auch. Jawohl. Ich weiß nicht, ob hier oben noch was ist, aber hier oben ist nichts. Wow. Wow, ein neues Rätsel. Liebe Rätsel, Rätsel sind toll. Alter Vater. Er muss wahrscheinlich durchjumpen, oder? Ja. Beziehungsweise, warte mal, nee. Achso, du musst da links in die Lücke rein wahrscheinlich, ne? Nee, hier, die Luftstrom. Den Luftstrom, ja. Na dann, mach mal was. Doc, du musst springen. Okay, es sind die falschen. Ich muss genau entgegengesetzt machen. Nächste? Ja. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja. Ah. Oh, ah. Aber springen kann man da nicht wirklich, ne? Jetzt müsst ihr mich schieben. Schieben ein bisschen langsam, ja. Langsam, ja. Schieben mit Gefühl. Mit dir viel Gefühl. Ah. Auf Wiedersehen. Sit. Immer weiß ich hier, wie es braucht. Voll verrückt, ey. Gut, dass ihr auch so gut seid im Jump'n'Run wie ich. Ich finde diese Musik schon so ein bisschen nervtötend. Nein, 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 nein. Oh. Also wenn wir so weitermachen, ist da ja auch schon wieder Folgenende. Ja, machen wir ein bisschen Überlänge, ist egal. Und wir können ja auch nichts dazu machen, wäre ja nicht mit Absicht. Eben gerade war noch ein bisschen weiter. Ich habe mich darauf eingerichtet, springe also weiter und dann. Ja, super. Ey, warum hat der jetzt nicht geklappt? Also, du springst automatisch, glaube ich, immer dahin. Das gibt's doch nicht. Das ist ja echt verarschen. Jetzt macht er mich noch weiter weg. Ich geh kaputt hier. Ja. Ganz langsam. Ganz. Mit Gefühl. Nein, nein, nein. Lang. Mit Gefühl. Lang. Lang. So, und jetzt?
Nein! Nein! Ah, ich kann da auch nicht rüber. Wir brauchen irgendwie verstärkten Strom oder sowas. Irgendwas ist komisch. Ist hier unten eigentlich irgendwas? Hier unten ist nichts, außer eine Turbine, die nach unten bläst und eine Turbine, die nach oben bläst. Das war's. Meinst du, das funktioniert? Guck mal. Wenn er das Gleichgewicht hält? Aber wer schiebt dann? Ja, ich kann ja schieben noch. Ach. Boah, boah. Boah. Ist das geil. Lol, ey. Sehr cool. Gleich steuere ich mal und ekel dir mal hier. Ist doch nur, weil ich einen Rock habe, habe ich höhere Fliegengeschwindigkeit. Ja, geh du an einer Ecke, ich an einer Ecke. Ja, aber dann kann man sich bewegen. Ah, warte mal, so. Idee. Warte, nein, 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 nix machen, nix machen, nix machen, nix machen. Was ist denn das für eine Idee? Gleichgewicht schaffen. Nein. Und tschüss. Oh, okay. Lass mal, du brauchst die Hebel nicht betätigen. Ach, lol. Ja, dann geht das ja wirklich. Warte ja. Mal. Ihr sagt das doch. Ja. Ja, bleib da. Beweg dich jetzt ein Stück nach rechts und noch ein Stück nach rechts und noch ein Stück nach rechts. Kannst du unter dir zaubern dann? Irgendwie so eine Nummer? Ja. Nächste bitte. Unten durch. Ja, meine Damen und Herren. Eine luftige Angelegenheit. Eine luftige. Ich glaube, du musst als erstes durch. Vielleicht kannst du die Barrikade, die davor ist, kaputt machen. Meinst du mich? Ja. An mir soll's nicht liegen. Jetzt falle ich ein paar Mal runter. Da komm mit drauf. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Gleichgewicht schaffen. Ich bin hinten. Boah, nicht so schwer oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, das Brett liegt nicht zentriert. Oh ja. Warte. Wisst ihr was, Freunde? Lasst uns mal eben hier ein kleines Päuschen einlegen. Dann überlegen wir noch ein bisschen. Weil ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so super spannend für die Leute hier. Habt ihr das gerade gesehen? Verrat jetzt nicht schon alles für die nächste Folge. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dahin, euer Rongo. Ciao. So, meine Freunde, und damit sind wir auch schon wieder auf unsere Endcard angelangt. Das war ja mal eine echt knifflige Folge. Ich bin mal gespannt, ob wir Jungs es schaffen, unseren Grips anzustrengen, um dieses scheiß Hindernis zu überwinden. Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen. Ansonsten natürlich Kritik runter in die Kommentare und ansonsten Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Bis dahin. Tschüss.